Hallo ihr Lieben. So, neuer Tag, neues Tutorial. Heute geht's um den Song My Same von Adele. Vielen von euch vielleicht ein Begriff durch den Auftritt von Lena Meyer Landrut in der Show, Unser Star für Oslo. Ich spiel's euch mal ganz kurz vor. So, das war der Auftritt von Lena Meyer, Landrut. Ich habe versucht, ein Tutorial zu finden oder eine Seite, die mir das Strumming bzw. das Picking, also das Zupfen erklärt, habe ich leider nicht gefunden. Ich habe mir das jetzt so ein bisschen abgeguckt von Covers, Covers, die gemacht worden sind, aber ist natürlich nicht so hundertprozentig. Ihr könnt das auch strummen, ich zeige euch das später. Kommen wir zunächst einmal zu den Akkorden. Die sind recht leicht, bis auf einer vielleicht. Erstmal ist es das E-Moll, dann das D und dann das D-Sus-7. Heißt auf Deutsch sicherlich anders, aber ich werde euch erklären, wie er geht und das reicht dann erstmal. Und danach kommt wieder das E-Moll. Das E-Moll macht ihr folgendermaßen. Mittelfinger, zweiter Bund, fünfte Seite von unten, Ringfinger darunter auf die vierte Seite, auch zweite Bund. Das D, Mittelfinger, erste Seite, zweiter Bund, Zeigefinger, dritte Seite, zweiter Bund und den Ringfinger, dritter Bund, zweite Seite. Das ist das D. Das D-Sus 7 ist wie ein normales C und dabei packt ihr den kleinen Finger auf die dritte Seite, dritter Bund. Wer nicht weiß, wie ein C geht, erkläre ich schnell. Zeigefinger, zweite Seite, erster Bund, Mittelfinger, vierte Seite, zweiter Bund und den Ringfinger, fünfte Seite, dritter Bund. Und dann den kleinen Finger, dritte Seite, dritter Bund. Dann ist das D-Sus 7. Und dann wieder das E-Moll. E-Moll, D, D-Sus 7, E-Moll. Diese vier Akkorde werden das ganze Lied durch immer wieder wiederholt. Ich habe das Lied gestern erst gelernt. Und am meisten hat mir der Akkord D-Sus 7 zu schaffen gemacht. Bis ich den richtig fassen konnte, hat es eine Zeit gedauert. Es dauert immer noch eine Zehntelsekunde zu lange, bis ich vom D auf das D-Sus 7 switche, das werdet ihr gleich noch merken, aber Übung macht den Meister und wenn ihr das ganz oft macht, dann könnt ihr das fließend und dann klingt es auch gut. Am Anfang habe ich das Ganze gestrummt, es klang dann ungefähr so. Ist mir aufgefallen, ich habe mir das Video dann nochmal angeguckt, es wird gar nicht gestrummt, es wird eher gezupft und so ein bisschen gestrummt. Aber da das alles so kompliziert war, habe ich jetzt mir so was Leichtes ausgedacht. Ihr zupft einfach die unteren vier Seiten. Gleichzeitig. Wenn jemand noch was Besseres einfällt, kann er mir das ja gerne in die Kommentarbox schreiben. Die Akkorde wisst ihr jetzt erstmal und mit dem Zupfen klingt es so eigentlich auch schon ganz gut. Also das E-Moll und die unteren vier Seiten gleichzeitig zupfen. Daumen habt ihr auf der vierten Seite, Zeigefinger unter der dritten, Mittelfinger unter der zweiten und den Ringfinger unter der ersten. Und dann einfach alles gleichzeitig zupfen. Und dann nur pro Akkord einmal zupfen, also E-Moll einmal zupfen, dann die Saiten, wenn ihr runter geht, wenn ihr wieder auf die Saiten geht, um die Saiten anzufassen, so ein bisschen mit dem Handballen, so ein bisschen dämpfen, weil die Saiten doch noch ein bisschen nach vibrieren, sage ich mal. Also E-Moll, dann das D, dämpfen,
dann das D sus 7 und das E mal wieder. Ich denke, das klingt schon relativ gut. Wenn ihr noch eine andere Idee habt, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentarbox. So, das war ein kleines, schnelles Video, damit ihr zumindest mal die Akkorde wisst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!